Hallo und willkommen zu einem weiteren Retro Panda quält sich Video. Heute ist es dran, ihr seht es ja auf dem Monitor, Herkules für den Game Boy bzw. Disney Interactive präsentiert Disneys Herkules oder irgendwas. Das hat so einen ganz, ganz sperrigen Namen. Ihr seht es ja auch vielleicht am eingeblendeten Cover. Ganz schlimm. Wenn ihr das Spiel startet, das habe ich übersprungen, habt ihr auch ganz viele Programmierer-Logos hier von THQ, das unser Studio hat es programmiert und so weiter. Alles nicht überspringbar, also genau das, worauf man immer Bock hat. Das habe ich euch jetzt mal erspart. Das Video mache ich jetzt, ich wollte eigentlich einen ganz normalen Test zu dem Spiel machen, aber schon in dem Pickup-Video, wo ich es ausgepackt habe, ich weiß nicht, wer von euch, aber irgendwie meinte in den Kommentaren, das ist auf jeden Fall so ein Fall für Retro-Panner quält sich. Ich habe mir den Namen jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber ich denke mal, du weißt, wer du bist und wer gemeint ist. Ja, und als ich es angespielt habe, ja, es ist wirklich ein Fall für Retro-Panner quält sich, leider. Es ist keines der Standard guten Disney-Spiele anscheinend, eher so ein bisschen Richtung lieblose Lizenzverwurstung geraten, leider. Ich muss zugeben, den Film habe ich nicht gesehen. Da war ich schon so ein bisschen älter, als er rauskam. Das war, ich glaube, ja schon so eher Ende der 90er. Das Spiel ist da von 95, 97, irgendwie sowas. Da war ich aus diesem Disney-Zeichentrickalter schon raus, habe das auch nie nachgeholt. Ich glaube, ich muss auch keine Vorkenntnis haben, aber Herkules, der griechische Held, der ist mir natürlich vertraut, ne? Dann steigen wir mal ein. Oh Gott. Also... Okay, ich muss sagen, die Musik ist ganz nett. Ich weiß, was sie mit diesem Menü wollten. Aber hier dieser Auswahlbalken, das hätte man doch irgendwie anders hinterlegen können, oder? Das sieht irgendwie voll wie ein Grafikfehler aus oder ähnliches. Und nicht wie, naja gut, also Passwortfunktion gibt's, Musik kann man anmachen, Effekte kann man, tolle Option, hätte man ja auch sparen können. Passwort immerhin, aber für so einen späten Titel kann man es auch erwarten. So, steigen wir mal ein. Hercules leaves his adopted parents and the journeys to the Temple of Zeus. Here he learns the origins, but is told that no mortals may join the gods. Also, man weiß es ja, Herkules ist ein Halbgott, bla bla bla, Sohn von Zeus, der ist ja in der Mythologie schon mal öfter fremdgegangen, kann aber niemals Gott werden, weil er nur ein Halbgott ist, logischerweise. Zeus tells Hercules that the only way he can take his rightful place on Olympus is to prove himself a true hero on Earth. Also, wenn er zu seinem Papi, zu den Göttern will, muss er sich auf Erden erstmal beweisen. Hercules accepts the challenge and arrives at the Isle of Hydra, to seek aid from Philoctetes? Gott. The hero trainer guides Hercules through the training ground and he learns his skills. Also, wir reisen zu der Insel Hydra und haben einen Trainer, der uns so ein paar Sachen zeigt. Das ist der Hercules. Look for the bonuses in the trees. Alles klar. Das sind wir also. Ich kenne den Film, wie gesagt, zwar nicht, aber der hat jetzt nicht viel, viel Ähnlichkeit damit. Okay, springen. Ach du Scheiße. Es ist eins dieser Spiele. Also, wie ihr das vielleicht an der Bewegung schon sehen könnt, ihr springt und könnt... Ihr springt denn. Ihr könnt nichts mehr korrigieren. Also bei Mario könnt ihr ja, wenn ihr springt, zumindest so ein bisschen die Richtung ändern. Hier ist es, ihr springt in die Richtung, ihr seid es. Und wie man sieht, man hat zu sehr... ja, Fokus auf die Animation gelegt. Deswegen ist schlecht zu sagen, aber es steuert sich nicht sehr direkt. Und das ist natürlich für einen Plattformer nicht so geil. Ach du Scheiße. Der schlägt ja langsam. Okay, schauen wir mal. Okay, da müssen wir rüber. Hä? Okay. So geht's nicht. Hä? Ich kann nicht einfach rüberspringen. Ich muss den Sprungknopf und hochdrücken, damit er den hochklettert. Muss man so kompliziert machen? Hercules, beware of the fireballs. Okay, also Feuerbälle kommen jetzt angeflogen. Ja, wo sind sie? Da. Jetzt gehen wir mal hoch. Noch einer. Scheint so eine Art Tutorial-Mission jetzt zu sein. Also ich weiß nicht, also das spielt sich so ganz hakelig irgendwie. Okay, hier kann ich hoch. Er meint ja auch, dass ein Extra ist in den Bäumen, ne?
Okay. Das ist automatisch nach rechts gesprungen. Ich habe nichts gedrückt. Also, das Spiel steuert sich ganz, ganz schwammig. Das kann ich kein. Source ist immer ja etwas schlecht zu beschreiben. Beware of the Chasms. Keine Ahnung, was die Chasms sind. Wahrscheinlich die Viecher hier. Okay. Sieht ja bescheuert aus. Okay. Wieso braucht Herkules eigentlich sowieso. Hä? Da war doch kein Abgrund! Da war doch kein Abgrund! Was? Das war's schon? Hä? What the fuck? Was? Okay, ich spiel's doch mal dahin. Und dann gucke ich mal, ob da wirklich ein Abgrund war oder ob ich jetzt so zur Dusse lief. Okay. Oh, kein Speicherdings oder sowas. Ey. Ich habe jetzt schon keinen Bock drauf. Die wollten zu viel mit dem Spiel, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Mit diesen ganzen Animationen und so weiter. Da hat kein Mensch nachgefragt. Ah, hier, guck mal, ich kann mir so einen Rennangriff machen. Wenn ich hier die A-Taste drücke. Aber wozu? Ich weiß irgendwie. Die Animationen sind flüssig, aber sehen ein bisschen seltsam aus, muss ich sagen. Auch da Tendenz, da haben sie mehr gewollt, als der Game Boy umsetzen konnte. Und es steuert sich einfach alles so schwammig und indirekt. Es ist ganz gruselig, muss ich sagen. Also, nee. Also, ne? Also, so komplett blöd bin ich nun wirklich nicht. Also, was ist das für ein Scheißvieh? Weil hier seht ihr ja den Dings, was der Abgrund sein soll wahrscheinlich. Aber ich habe das so interpretiert, dass das halt einfach der Schatten von diesem Berg ist. Das ist mir gerade. Ich war doch definitiv nicht runtergesprungen. Ich war noch auf dieser. Jetzt muss ich den Controller hochheben. Ah! So. Ein Versuch noch. Das tut mir leid, aber. Was soll denn das? Okay, also ich muss nicht nur springen und hochdrücken, kann auch so einfach mit hochdrücken hochklettern. Jetzt habe ich den Feuerball abgekriegt, mein Gott, gut. Alter Vater, ich meine, gut, das Modul habe ich quasi sehr günstig bekommen. Es war eher so Beikauf. Ich habe auch echt nicht viel erwartet, aber ganz ehrlich, in dem Fall hätte ich lieber die Minispielsammlung genommen als den Scheiß hier. Die Musik geht mir jetzt auch so langsam auf den Keks. Knöpfe verwechselt. Das war jetzt gerade mein Fehler. Guck doch mal diese kleine Reichweite an, ne? Frage ich mich doch, der Herkules, das ist doch quasi der stärkste Mann auf der Welt, so von der Mythologie her. Warum? Gut, dass ich keinen größeren. Was war das denn? Hä? Jetzt hat es ein Treffer gereicht, so. Nee, also, Leute. Ich muss über mich selber lachen, aber. Nee. Noch ein Versuch wird es nicht gehen. Bitte. Macht einen weiten Bogen um dieses Spiel. Bitte. Es ist nicht wert. Steuert sich schwammig. Die Animationen blockieren eure Aktion. Und der Boden ist nicht eindeutig zu lesen, was für ein Plattformer
wirklich der Tod ist. Finger weg, Leute. Bitte. Aber danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich muss über mich selber lachen, wie ich mich über das Spiel... Nee. Also... Nee. Ich bin fassungslos, wie mies das ist. Finger weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.